GFT Technologies hat heute Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn konnten erneut gesteigert werden und nun soll auch die Prognose für das laufende Jahr angehoben werden. Wie die Zahlen im Einzelnen ausgefallen sind, das wollen wir jetzt besprechen mit Dr. Jochen Rütz, Finanzvorstand der GFT Technologies AG hier aus Stuttgart. Herr Rütz, was waren denn in den vergangenen Monaten die wesentlichen Wachstumstreiber? Ja, zunächst sind wir mit dem Geschäftsjahr soweit sehr zufrieden. Wir konnten den Umsatz um 42% ausweiten, das EBITDA um 38% steigern. Jetzt haben wir ein paar Zukaufseffekte drin, aber auch organisch konnten wir um 22% zulegen. Im Wesentlichen ist die Nachfrage unverändert hoch nach unseren Lösungen rund um Regulierung, Risikosteuerung, Digitalisierung von Bankprozessen. Wir sehen aber auch, dass unsere Kunden mehr und mehr das Thema Einkauf von IT-Dienstleistungen aus internationalen Standorten adressieren. Also ähnlich Fahrzeugbau, Maschinenbauunternehmen nutzen immer mehr Banken die Kostenvorteile von entfernteren IT-Zentren. Wir profitieren mit unseren Standorten in Spanien, Polen, Brasilien von dieser Entwicklung. Das treibt auch unseren Umsatz. Sie haben die Zukäufe am Rande bereits angesprochen. Wir haben immer wieder an verschiedener Stelle darüber gesprochen, dass Sie in den vergangenen Jahren verschiedene Übernahmen getätigt haben. Wie kommen Sie mit der Eingliederung der entsprechenden Unternehmen voran? Ja, in der Tat, wir haben neben dem organischen Wachstum immer auch strategische Akquisitionen gemacht. Vor 2,5 Jahren haben wir eine Firma in Italien übernommen, heute die GFT Italia, mit Sitz in Mailand, Fokus auf Universalbanken in Italien. Hier ist die Integration voll abgeschlossen, organisatorisch, systemseitig. Die Firma macht heute 26% mehr Umsatz als vor 2,5 Jahren, als wir sie erworben haben. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben vor 1,5 Jahren eine große Gesellschaft namens Rule Financial übernommen. Fokus sind Investmentbanken. Sitz ist London, New York und Polen als Nearshore-Zentrum. Hier ist die operative Integration soweit abgeschlossen und wir sind weitgehend im Plan. Und dieses Jahr haben wir eine kleinere Firma in Spanien zugekauft, die Firma Adesis. Diese ist im Bereich Digital Banking unterwegs, was unsere Kompetenz dort sehr gut erweitert. Mit der Firma haben wir schon länger gepartnert. Hier erwarten wir an für sich eine reibungslose Integration. GFT Technologies ist seit wenigen Monaten Mitglied im TecDAX. Wie würden Sie die Aufnahme in den Index mittlerweile bewerten? War es für Sie eher Fluch oder eher Segen? Gut, also der Kurs hat sich ja in den letzten Monaten so schlecht nicht entwickelt. Da haben sicherlich die guten Geschäftszahlen zu beigetragen, auch die gute Stimmung am Aktienmarkt, aber mit Sicherheit auch der TecDAX. Wir spüren von Seiten der Investoren, national, aber vor allem internationale, institutionelle Investoren mehr Nachfrage. Wir haben seit Aufnahme in den TecDAX eine Verdopplung des Handelsvolumens. Das ist mal ein klarer Indikator. Gut, der Kurs hat sich zufällig auch verdoppelt. Wir spüren auch, dass wir mehr im Blickpunkt stehen als früher. Also kleinere Ereignisse werden eher auf den Kurs umgesetzt. Das ist neuer für uns. Aber summa summarum ist die TecDAX-Aufnahme für uns ein sehr erfreuliches Ereignis gewesen. Am Ende schauen wir immer noch etwas in die Zukunft. Wie sind Ihre Erwartungen an die kommenden Monate? Wo sehen Sie die größten Chancen, wo die größten Risiken? Ja, die ersten 9 Monate sind gut gelaufen und wir konnten unsere Prognose auch deshalb anheben, weil wir eine anhaltend hohe Nachfrage unserer Kunden aus der Banken- und Versicherungswirtschaft sehen. Themen wie Regulierung, Digitalisierung, dies sind langfristige Projekte mit den Kunden zusammen. Das stimmt uns auch optimistisch fürs nächste Jahr. Intern haben wir die Herausforderung, dass wir schlicht und ergreifend wachsen. Also wir waren vor 4-5 Jahren noch ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, heute sind wir 4.000. Wir müssen jetzt unsere eigenen IT-Strukturen anpassen, was wir sonst immer beraten, machen wir jetzt auch intensiv intern. Und das Managen von operativem Wachstum auf der einen Seite und Verbesserung der eigenen IT-Systeme auf der anderen Seite ist durchaus fordernd. Aber es macht auch Spaß, das Unternehmen auf die nächste Unternehmensgröße vorzubereiten. Dr. Jochen Rütz, Finanzvorstand der GFT Technologies. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.